zusammen, grüß euch miteinander. Ich bin heute in Winterthur, eine Ausstellung von der Firma Designwerk, und bei mir ist der Fabian. Hallo. Er tut uns jetzt ein bisschen erläutern, was eigentlich Sinn und Zweck ist von dieser zweitägigen Ausstellung. Und dort schauen wir dann noch ein paar Exponate zusammen anschauen. Es geht unter anderem um einen elektrischen Lastwagen und um einen elektrischen Güterwagen, auf Berndeutsch gesagt. Also Fabian, was ist Sinn und Zweck von dieser Ausstellung? Ja, mit Berndeutsch bist du bei mir richtig. Herzlich willkommen bei uns. Also wir sind Designwerk Products AG. Wir haben vor kurzem unser neues Werk hier eröffnet. Designwerk Products AG ist eine Tochtergesellschaft von Designwerk GmbH. Ursprünglich sind Industriedesignbüro, später ist Engineering dazugekommen. Und wir haben dann eigentlich Eigenentwicklungen gemacht und für das eine Tochtergesellschaft gegründet. Das in Kürze. Unsere beiden Gründer haben ursprünglich die Welt umrundet mit einem Kabinenmotorrad, das sie selber entwickelt haben. Das war der Zero Tracer. Kabinenmotorrad? Ganz genau, können wir noch anschauen. Ja. Klingt spannend. In 80 Tagen um die Welt, quasi auf den Fußspuren von Jules Verne. Also von dem her, das war so ein bisschen der Anlass für die Designwerkgründung und die Grundstein. Und das ist dann immer mehr gewachsen und vom eigentlich Industriedesign- und Entwicklungsbüro auch zu einer Produktionsfirma geworden, wie wir jetzt hier sehen. Okay, also das wäre das zu Designwerk gewesen. Jetzt, was schlägst du vor? Was wollen wir zuerst anschauen von den Ausstellungsstücken? Ja, wir fangen doch mal einfach an bei den Grundsteinen eigentlich, beim Industriedesign, wenn wir dann mal weiterkommen. Ja, super. Gut, also bleibt dran. Das sieht nach BMW aus. Ganz richtig, das ist ein Klassiker, ein BMW Isetta. Und die haben wir umgerüstet. Das war eigentlich der Grundstein für das Microlino-Projekt. Microlino ist eigentlich geht jetzt in Serie mit unserem Design. Und die Isetta ist so ein bisschen der Stein vom Anstoss für das Projekt. Das wäre jetzt zum Beispiel eigentlich ein Konzeptstudio und das Retrofit, also eine Umrüstung. Das war das, was Designwerk eigentlich ursprünglich ganz klassisch gemacht hat. Was wir auch noch machen, ist eine Vermietung von Stromvelo. Da geht es eigentlich darum, zu zeigen, wie aufwendig die Energieproduktion ist, um die Leute zu sensibilisieren auf Themen Strom sparen oder auch für Schüler wird es eingesetzt in Museen und Events. Also es geht einfach darum, spielerisch zu erklären, wo Strom herkommt und wie viel Kraft braucht das. Strom kommt eben nicht einfach aus der Steckdose, sondern muss erzeugt werden. Und hier kann man mal eine Muskelkraft spüren, wie das wirklich ganz genau passiert. Ja. Ja. Das ist gar nicht mal so einfach. Ja. So? Wir sind hier bei einem ganz klassischen Designwerk-Projekt. Manchmal muss man einfach etwas ein bisschen anders angehen. Früher hat die Kennitz vielleicht noch eine Post zweirädrige Töffel gehabt. Nicht so einfach zum im Winter fahren, oder, wenn es glitschig ist und man muss immer wieder absteigen, den Ständer runter. Und Designwerk hat dann für die Firma Kibbutz das Design gemacht eigentlich von einem Dreirad. Und das ist jetzt überall eigentlich in der Schweiz im Einsatz, ja, bei Post. Ja, wer kennt es nicht? Jeder, der Briefpost überkommt, das ist eigentlich fast täglich der Fall. Post, Pösteller, so zuhören fahren. Einfach ein bisschen andere Farbe, aber genau das Modell. Ja, und fahrt auch schnell an. So, wir sind jetzt hier bei diesem Kabinenmotorrad namens Zero Tracer mit diesem Gefährt. Wir haben eigentlich Gründer eben die Welt umrundet. Das ist eines von zwei Stück davon. Und das war jetzt eben der Stein vom Anstoss. Das Spezielle an dem, der klappt dann hier die Seitenräder oder die Stützräder in Anführungszeichen hoch während dem Fahren. Auf welcher Geschwindigkeit passiert das? Das ist, ich würde mal sagen 30, aber sonst können wir doch dann noch unsere Gründer fragen, wie sie das gemacht haben. Okay. Ja, jetzt sind wir hier in Frankfurt angekommen. Wir sind reibungslos durchgekommen. Die Deutschen sind sehr, sehr überzeugt von diesem Konstrukt. Das ist Weltklasse. Dieses Fahrzeug mal für ein paar Tage hierher zu holen und zu demonstrieren, es geht nämlich doch. Nur wer hat es erfunden? Die Schweizer haben es erfunden. So, da sind wir wieder. Das mal vor einem Futuricum Collect 26G. Das ist ein 26 Tonnen Elektro-Lastwagen basierend auf einem Chassis von Volvo, einem Volvo FM. Wir haben als Designwerk Technologies GmbH in einem Leuchtturmprojekt mit Unterstützung vom Bundesamt für Energie vier solche Lastwagen gebaut.
die sind im Einsatz eben hier wie der in der Stadt Thun, in Murten, bei einem privaten Gerichtlogistiker in Lausanne und in Neuchâtel. Und das Chassis, hast du gesagt, ist von Volvo. Es ist also ja, nicht einfach ein herkömmlicher Verbrenner genommen worden und dort hat man einfach ein bisschen an dem herumgeschraubt, sondern man hat von Grund auf extra speziell hinsichtlich der Entwicklung eines Elektrofahrzeugs geschaffen. Wir haben eigentlich quasi das Retrofit gemacht. Also wir haben den bestehenden Volvo FM quasi entkernt, also den Dieselmotor ausbauen etc. Oder für die Leuchtturmserie und das dann elektrifiziert. Oder? Also wir sind kein Chassisbauer, sondern wir bauen eigentlich die bestehenden Fahrgestelle umbauen. Umbauen. Genau. Jetzt das Modell, das wir hier sehen, das hat Gesamtkapazität von 270 kWh, also bei Batterie. Also auf beiden Seiten je 135 kWh mit einem Gewicht von jeweils etwa 1,1 Tonnen. Und das Fahrzeug hat so eine Reichweite von, wenn Müll beladen ist, 150 km Autonomie ungefähr von Last und sonst etwa 300 km bei der Leerfahrt. Jetzt so prima vista tönt, 150 km als Tesla-Fahrer ist man da gewohnt. Er sagt, ja, das ist ja eigentlich, das ist ja nicht viel, oder? Aber das ist ja nicht für Langstrecken gedacht, so ein Fahrzeug. Das ist im Einsatz in der Stadt oder in der Gemeinde und er legt nicht wahnsinnig viel Strecke zurück. Es muss vor allem Last tragen können. Ja, das Spezielle ist eigentlich, oder man hat sich überlegt, welches Fahrzeug lohnt sich dort zu elektrifizieren. Und man ist dort auf Kerichtlogistik gekommen, weil das durchschnittliche Streckenprofil oder eine durchschnittliche Strecke bei so einem Elektrolastwagen in der Schweizer Entsorgungslogistik sind etwa 73 km pro Tag. Und dementsprechend lenkt die Autonomie oder? Eigentlich aus. Die Überlegung war auch, wir hatten eigentlich in diesem Sammelbetrieb immer Stop and Go. Oder? Also anfahren, halten, um den Müll zu sammeln. Und dort ist der Elektromotor natürlich prädestiniert dafür, weil er beim Bremsen wieder rekuperiert und ein gutes Anfahrtreihenmoment hat. Oder? Dementsprechend kann man die Touren schneller abwickeln. Kann auch eigentlich Geräuschemissionen minimieren und selbstverständlich CO2-Emissionen senken. Vielleicht noch ein Wort zur Ladeinfrastruktur. Was ist hier? Tun wir an mit DC-Laden, nehme ich an. Irgendein Demo oder CCS ist das hier auch das Thema. Genau, bei diesem Lastwagen hier, die haben einen Typ 2 AC eigentlich Anschluss. Das heisst, die haben einen Onboard-Charger mit einer Leistung von 22 kW. Okay. Aus dem Grund, für die Streckenprofil lenkt die Ladung über Nacht aus und vor allem in der Schweiz ist das nächtliche Fahren mit Lastwagen ohnehin verboten. Das heisst, man hat die Standzeit und kann sie so laden und dann kann man eigentlich auf die Implementierung des CCS-Port verzichten. Anders sieht es bei dem Fahrzeug aus, das wir jetzt anschauen. So, wir stehen jetzt hier vor dem Futuricum Semi 40e. Gestern war der Rollout, also am 10.05. haben wir der Öffentlichkeit präsentiert. Das Fahrzeug ist ein Sattelschlepper, also wo Auflieger drauf getan werden mit einer Nutzlast oder einfach ein Gesamtgewicht vom Fahrzeug bis zu 44 Tonnen. Das Gefährt hier hat beeindruckende 680 PS, das Nachtdrosselung von Leistung, die erforderlich ist oder für die Zulassung. Und, der hier hat jetzt eigentlich kommt etwa 380 km weit jetzt bei der Leerfahrt. Das sind wir jetzt ausgiebig natürlich am Testen, oder? Der ist ganz frisch vom Start gelaufen. Und wir gehen jetzt schnell in das Fahrzeug. Ist das ein Prototyp oder ist das die Idee, dass es eine Serienproduktion gibt? Ja, jetzt eine Serie, ja. Ganz genau. Kann man schon etwas sagen zu Bestellungen? Oder ist das noch. Zahlen geben wir hier natürlich nicht raus, aber wir haben natürlich schon gewisse Ambitionen, dass wir die Produktion ausbauen können. Das zeigt natürlich auch der neue Produktionsstandort, den wir hier in Wülfingen haben. Oder? Wir waren vorher auch in Winterthur eigentlich im Bahnhof in der Nähe, im ehemaligen Sulzer-Areal und jetzt haben wir mehr Platz gebraucht. Also haben wir hier beim Peter-Areal, einem früheren Nutzer, Fahrzeughersteller, ideale Halle gefunden, um eigentlich in Serie Lastwagen umrüsten oder bauen. Wenn ich noch gleich noch schnell als Tesla-Fan natürlich oder Tesla-Fahrer komme ich noch auf das schnell zu reden. Ich gehe davon aus, ihr habt jetzt hier ein Fahrzeug, das man sieht, das man anlegen kann und vor allem fahren kann. Tesla ist in diesem Markt, sagt mindestens der Chef, wo sie auch tätig sind, mit dem Semi. Wie tut ihr euch differenzieren zu diesem Produkt? Oder ist es einfach klar,
frontalen Mitbewerb? Oder gibt es Differenzierungsmerkmale oder Unique Selling Points, die vielleicht noch interessant sind zu wissen? Also, vielleicht muss man schon mal vorweg sagen, oder? Bei Designware arbeiten sehr, sehr, sehr viele sehr begeisterte Tesla-Fahrer und Fans. Und einerseits oder der Tesla Semi im Prinzip ja noch nicht in Europa erhältlich. Das ist immer der letzte Gang, den ich weiss. Und das andere ist, wir sind eigentlich in dem Bereich tätig, wo man auch individuell, oder der Lastwagen an sich Chassis senkt, aber man muss immer auch den entsprechenden Aufbau haben mit Nebenaggregaten, jetzt bei einem Müllfahrzeug, oder wo dann ein Pressmüllaufbau drauf ist, den man elektrifizieren muss, oder mit einem Kühlaufbau, den man elektrifizieren muss, und wo die traditionellen OEM oder auch Tesla jetzt hingehen, ist vor allem eigentlich für die Logistik. Und wir wollen eigentlich auch noch in den Bereich gehen mit den individualisierten Aufbauten. Und dort wollen wir eigentlich auch das Zusammenspiel anbringen, oder, zwischen unserer Entwicklungsabteilung und der Produktion, dass wir Kunden auch helfen können, individuelle Aufbauten zu realisieren, dass wir eigentlich in jedem Logistikanwendungsbereich, wo eben Nutzfahrzeugbereich, oder, den Anforderungen können gerecht werden. Und wir wollen uns dort eigentlich darüber differenzieren, dass wir auch eigentlich den Kunden als Generalunternehmen von Beschaffung bis zur Inbetriebnahme die unterstützen, dass er genau das customized oder tailored Fahrzeug bekommt, das er will. Und die Produktion ist dort die Idee, wir haben vorhin kurz gesagt, das geht jetzt in die Serienproduktion, ist dort die Idee, dass ihr das selber macht, oder tut ihr Hersteller vom Chassis die entsprechenden Aufträge teilen, dass er das nach euren Vorgaben gut fertigen. Genau, also jetzt aktuell machen wir mit dieser Produktion so weiter. Es ist natürlich immer möglich, oder, dass gewisse Lizenzierungsmodelle in Frage kommen, aber das ist nicht auszuschliessen. Oder? Aber für den Moment schaffen wir so weiter wie bisher. Was einfach noch dazu kommt, wir werden jetzt dann noch ein nächstes Jahr wahrscheinlich Kapazitäten ausbauen und die nächste grössere Halle dann auch noch dazu mieten, oder? Dass wir eigentlich Kapazitäten laufend steigern in der Produktion. So noch speziell ist, wir können jetzt auch viel vormontieren, wir haben auch eigentlich die Batterieproduktion noch, also beziehungsweise einfach von Modulebene, wo wir aus den Modulpacks bauen selber, dass wir eigentlich quasi einen grossen Teil aufwärts das wird ja auch selber gleich noch können. Wir sind jetzt hier auf der linken Seite vom Futuricum Semi 40G und wir haben jetzt neu eigentlich auch ein anderes Ladekonzept, nämlich CCS Typ 2, also der Combined Charging System 2, wo man eigentlich mit AC kann laden wie bei den anderen Lastwagen, die man bisher hatte, und eben mit DC. Also das heisst, man kann dann Offboard Charging so realisieren und wie so ein Ladegerät kann aussehen, das zeige ich jetzt hier. Wir sehen noch schnell am Fahrzeug sehen wir noch so die Eckwerte kurz zusammengefasst, das ist noch interessant. Genau. Also 680 PS bis zu 380 km Reichweite, 340 kWh Batteriekapazität. Ziemlich beachtlich, genau. Ladekapazität, wenn wir gerade von Laden reden, noch, mit wie viel können wir da CCS-mäßig laden? 150 kW? 150 kW müsste es sein, jetzt aktuell, genau. Okay. Ja. Wir bei Designwerk haben auch eine Geschäftseinheit, die sich mit Ladetechnik beschäftigt. Wir beliefern zahlreiche Fahrzeughersteller in ganz Europa mit diesen Geräten. Das ist jetzt die sogenannte MDC 88. M steht für mobil. Das ist ein mobil Schnellladegerät, das eigentlich mit einer 125 Ampere C Steckdose oder im Industriebereich kann, ja, Strom. Schon ziemlich dicke Kabel, wie wir hier sehen. Ja, richtig. Und das hat dann eigentlich einen CCS Typ 2 Ausgang, wahlweise auch CHAdeMO, CCS Typ 1 und OGBT, also der chinesische Standard. Das heisst, wir sind eigentlich in vielen Entwicklungsabteilungen auch vertreten mit unseren Geräten, die die brauchen zum Testen. Das geht dann auch weiter in den Werkstattbereich oder Eventbereich, wo wir zahlreiche OEM mit Ladetechnik unterstützen. Wenn wir noch vom Laden reden, abschliessend, 340 Kilowattstunden Akku haben wir vorhin gesehen beim Lastwagen. Was reden wir da in Ladezeiten ungefähr, bis mit 150 Kilowatt das Teil aufgeladen ist? Also hier sind es jetzt 88 Kilowatt, das Ladegerät.
diese Wahl müsste ich schnell auf dem Datenblatt noch nachschauen, aber es ist sehr kurze Ladedauer im Verhältnis jetzt zu bisher, oder, wo man über Nacht geladen hat. Und man kann im Prinzip nach Batteriekapazität teilladen durch die Ladeleiste und kommt dann so... Genau, auf die Ladedauer. Genau. Ja. Gut. Also, wir sind vorhin draussen gestanden, jetzt sitzen wir hier im Führerstand von diesem E-Lastwagen und dürfen eine Proberunde drehen. Neben mir sitzt der Andreas Murf, genau. Der Andreas. Nein, ich bin heute Testfahrer von dieser 40 Tonnen Sattelzugmaschine und es macht also echt Spass, die Emotionen von diesen Leuten zu sehen, mit was für einem Smile dass sie rauskommen, auch solche mit wirklich Diesel im Blut. Also das ist echt, macht Spass zum Fahren. Petrolheads können auch genau, fahren richtig, genau. Und staunen, dass das geht, ohne Diesel. Ja. Nein, wir sehen jetzt, das ist wirklich extrem ruhig zum Fahren, weil halt das ganze Schalten entfällt, die Leistungsunterbrüche und ja, es ist ein schönes Dahingleiten. Aber nicht mehr schalten? Das nein, der hat einfach einen Gang fix von 0 bis 87, da kann man schön... So wie man es eigentlich in jedem Elektroauto kennt. Genau, wie ein Elektroauto und auch mit dem Rekuperieren. Das gleiche genau, Prinzip? Das gleiche Prinzip, ja. Eben ja. Perfekt für Stop-and-Go-Betrieb, jetzt in der Innenstadt oder bergauf, bergab. Da kann man wieder viel Energie zurückgewinnen. Ja, das kennen alle, die Tesla oder sonst Elektroauto fahren kennen. Das genau, besten. Richtig, genau. Ja, also jetzt. Ja, im normalen Lastwagen würde man jetzt erwarten, dass es da der Anlasser trägt und genau. Dann Krach fällt davon machen. Genau, der Motor läuft bereits. Ja. Genau, sonst von der Bedienung her ist es ziemlich gleich wie ein herkömmlicher Lastwagen. Gangschalten, da unten. Das Einzige, was wir nicht haben, ist manuelle Gang, weil wir sowieso nur einen Gang haben. Weil es das nicht braucht oder nicht geht. Ja. Genau. Dann Bremse lösen und los geht's. Gut. Ja, es ist erstaunlich, die Ruhe. Jetzt, was man noch ein bisschen gehört, ist die Lenkunterstützung, noch ein bisschen Luftkompressor, den man braucht für Bremsen. Aber sonst vom Fahren hört man eigentlich nichts. Jetzt auf der Autobahn hört man den Wind rauschen und die Kabine nur wegen dem Rückspiegel. Und ja, viel mehr nicht. Du bist also schon auf der Bahn jetzt mit ja, dem? Genau. Schon ein paar hundert Kilometer gemacht auf der Autobahn, auf der Strasse, bergauf, bergab. So, jetzt würden wir nachher noch ein bisschen beschleunigen. Genau. Jetzt mal schauen, wie sich das anfühlt, ob das gleich ist wie ein Tesla, oder? Ja. Ja, es ist ganz gewaltig, wenn man hier sich so ein Fahrzeug vorstellt, wie das sonst geht. Und jetzt die Beschleunigung fast wie im Tesla, würde genau, ich sagen. Fast wie gut, aber was man muss sagen, es sind auch erst etwa 60% von der Antriebsleistung haben wir freigeschaltet. Also wenn wir hier auf dem Gelände rumfahren. Es ist gedrosselt, habe ich vorhin verstanden, genau. Genau, richtig. Also es ging noch einiges mehr. Dann machen wir doch gerade noch mal eine Runde hier. Und das Schöne ist wirklich, die Leute hören wir auch. Sie hören einem eigentlich nicht gross. Man stört niemand, wenn man jetzt irgendwie in der Nachbarschaft rumfahrt, am Morgen früh, am Abend spät unterwegs ist, weil halt der Lastwagen einfach nicht gehört. Die Spiegel sind gut so bei mir. Ja, genau. Jetzt hast du hier oben noch zwei Hebel. Der obere ist der Rekuperationshebel. Und darunter ist der Scheibenwischer. Merci. Und der ist gerade eins runter. Jetzt kannst du vorne links gehen. Links, ja. Ja. Bist du zufrieden? Ich schon, ja. Jetzt können wir hier wieder auf N stellen. Zuerst auf N. Tja, liebe Leute, ich hoffe, es ist etwas spannend für euch. Ganz interessante Sache im Designwerk in Winterthur. Wer hätte es gedacht, dass wir hier in der Schweiz so ein innovatives Unternehmen haben, das zu den Vorreitern gehören im Bereich der Elektromobilität.
In diesem Sinne und Geist, bis zum nächsten Mal, habt's gut. Ciao zusammen.